Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich male heute ein Ründchen mit euch und dafür habe ich heute einmal einen Oger zur Hand genommen. Den Oger haben wir in einem vorherigen Video schon mal mit Haut versehen. Jetzt habe ich mir überlegt, die Kontrastfarben mal ein Ründchen daran auszutesten. Der ist zwar weiß grundiert, aber ich habe mit weißer Grundierung und den Kontrastfarben und auch mit roter Grundierung schon so ein bisschen rumgespielt und ich weiß, dass da was zu machen ist. Dementsprechend zeige ich euch, wie ihr da schnell ein schickes Ergebnis rauskriegt und damit dann gut Leder- oder Stoffhosen mit Kontrast mal schnell bemalen könnt. Da haben wir einmal unseren Oger, der ist, wie ich im Bemalvideo für die Haut schon gesagt hatte, der ist erst in Schwarz grundiert, danach in Weiß, damit ich für die Haut eine schönere Basis hatte. Außerdem bietet das Weiß jetzt natürlich auch die optimale Basis für die Kontrastfarben. Weil wir haben hier jetzt in der Hose zwar schon ein bisschen Pre-Shading drin im Grunde genommen, aber das dürfte für die Kontrastfarben kein Problem sein. Ich hatte ja in dem Video, in dem ich kurz meine persönliche Meinung und alles zu den Kontrastfarben sage, schon das ein oder andere dazu gesagt. Man muss nicht die Kontrastgrundierung verwenden, nur sollte man, wenn man das Ergebnis, was Games Workshop halt souveriert, erreichen möchte, die Kontrastfarben benutzen, weil die ansonsten auf andere Ergebnisse kommen können. Wenn ich jetzt wie jetzt zum Beispiel mit Weiß arbeite, werde ich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein helleres Ergebnis raus haben, als das, was vom Games Workshop da angegeben ist. Eigentlich, opala, da habe ich schon das eine oder andere übergemalt, aber das ist kein Problem, das lässt sich nachher korrigieren. So, wir bemalen jetzt einmal zum Start die komplette Hose mit Kontrast und bekommen damit schon so einen schönen lederigen Look. Ich habe das Kontrast ein ganz kleines bisschen mit Wasser verdünnt, um eine schönere Viskosität zum Bemalen zu haben. Weil ich diesen Zwischenton, den das Kontrast grundsätzlich hat, der ist okay, aber ich male lieber mit Farbe, die ein bisschen flüssiger ist, damit ich auch gerade weiß, wo die überall hinkommen und dass die überall hinkommen. Und wenn man es einfach gewohnt ist, hat man die Farbe dann natürlich auch besser unter Kontrolle. So, wir gehen jetzt einmal mit Seagoff Brown über die ganze Hose drüber. Ich musste gerade kurz überlegen, ob es Brown oder Seagoff Fur heißt. Und dabei schön darauf achten, dass die Farben nicht zu dick aufgetragen werden. Meiner Erfahrung nach macht die Farbe ihren Effekt am besten, wenn man die ein bisschen dünner aufträgt. Ihr seht es hier hinten schon, ich meine, es ist auch sau warm im Moment, aber die Farbe ist hier schon leicht angetrocknet gewesen. Ich ziehe da nochmal eine leichte Schicht drüber, damit es nicht zu dünn wird. Und dann gehen wir von hier oben nochmal dran. Also wie gesagt, ich habe wirklich das ganze Ding nur mit 1-2 Tropfen Wasser verdünnt, damit ich eine schönere Viskosität habe. Der Effekt wird dadurch nicht beeinträchtigt und ich lasse das ganze Ding jetzt mal trocknen und zeige euch dann, wie wir weiterverfahren. Haben wir einmal das fertige Ergebnis mit der Kontrastfarbe. So, ich habe jetzt Mournfang Brown, nicht Mürmorn, an meinem Pinsel. Und jetzt ziehen wir hier noch einmal fix die Kanten nach. So wie hier zum Beispiel Nähte und solche Geschichten. Dass wir da ein bisschen Erhabenheit noch reinbekommen oder hier zum Beispiel in den Rand der Hose, der hier so ein bisschen überschlackert. Und auch hier solche Geschichten. Das ziehen wir alles einmal nach. Da reibe ich ein bisschen ab und ziehe dann einmal grob drüber. So, dass die Stelle hier auch schon fertig wird. Oh, zieh scharf bitte, Kamera. Ah ja, ja, bis zum gewissen Zoom geht das Ganze, ab einem gewissen Zoom geht das Ganze nicht mehr. So, und wenn wir dann die ganzen Kanten gezogen haben, sind wir im Grunde genommen auch schon fertig und haben unsere Hose mit Kontrast innerhalb von 2 Schritten bemalt. Das ist halt der Riesenvorteil, den Kontrast bietet. Ich habe hier jetzt die Vertiefung direkt schon ausgearbeitet, ich brauche nicht nochmal riesig Schichten aufbauen oder daran rumwerkeln, dass ich anfange zu shaden oder so, sondern ich habe so ein schönes Ergebnis, habe eine fertige Hose und habe eine schöne Stoff- bzw. Lederoptik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere noch über die Kontrastfarben lernen bzw. so ungefähr den Effekt mal abschätzen, den die Kontrastfarben machen. Außerdem hoffe ich, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer fein, weiter pinseln.